Mein Name ist Ann-Christine Köln. Ich komme ursprünglich aus Hamburg in Deutschland und wohne jetzt seit dem 1. September hier in Aarhus. Seit dem 1. September bin ich Associate Professor am Institut für Politikwissenschaften und forsche insbesondere zu Parteien und Meinungsbildung in Europa. Die Bundestagswahl 2017 und ihre Ergebnisse werden auch für die dänische Politik, insbesondere in der Flüchtlingspolitik, interessant sein. Derzeit sitzt die nationalkonservative politische Partei, die AfD, nicht im Bundestag. Nach den derzeitigen Vorhersagen wird sie allerdings mit etwa 10% in den Bundestag gewählt werden am Sonntag. Und gerade eine nationalkonservative Partei wird Druck auf die neue Regierung ausüben, auf die Flüchtlingspolitik und den flüchtlingspolitischen Kurs zu ändern. Die Bundestagswahlergebnisse werden für die Europäische Union interessant sein. Falls es eine weitere große Koalition zwischen der CDU und SPD geben wird, unter einem Außenminister möglicherweise Schulz, so wird es wahrscheinlich eine größere Integration, europäische Integration geben. Schulz ist für mehr Integration in Europa, einen gemeinsamen Finanzminister und eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass es eine neue Koalition gibt mit den Grünen und mit den Liberalen, eine sogenannte Jamaika-Koalition. In diesem Szenario wäre es dann möglich, dass es eine weniger große europäische Integration gibt. Denn gerade die Liberalen sind dafür, möglicherweise auch mehr Eigenverantwortung von Mitgliedstaaten zu fordern. Sie könnten sich auch einen Grexit vorstellen und auch einen Schuldenschnitt für Griechenland. Ich selbst habe etwa vor einer Woche meine Wahlbriefunterlagen hier aus Dänemark abgeschickt. Dieses Jahr ist es mir besonders schwer gefallen, eine Wahlentscheidung zu treffen. Denn gerade als Auslandsdeutsche, sogenannter Auslandsdeutscher, ist es unheimlich schwierig, sich für nationale Interessen nicht nur zu interessieren, aber diese Politik nachher auch angewandt zu finden. Denn ich werde letztlich nicht von der nationalen Politik direkt profitieren, sondern die dänische Politik wird für mich am meisten von Interesse sein.